Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Ganz genau, liebe Leute, und ja, seht ihr das? Es gibt eine Sache zu sagen. Es ist Montagabend. Ich habe gestern Abend noch die ganze Woche aufgenommen, beziehungsweise drei Folgen für heute eigentlich, Mittwoch und Freitag. Aber es hat mir die Aufnahme zerschossen. Der Sound, der war einfach nur übelst schlecht. Ich weiß nicht warum, liebe Leute. Und ja, diese Soundqualität möchte ich euch nicht antun. Von da, also das kratzt an meiner Ehre so ein bisschen. Und ja, von daher machen wir es so. Ich spiele diese beiden Missionen jetzt einfach nochmal nach. Mit euch zusammen. Upsala, Entschuldigung. Und ja, dann erleben wir diese beiden Missionen einfach noch einmal. Okay, ich würde sagen, reden wir nicht länger rum. Dafür haben wir gleich noch Zeit genug. Los geht's, Leute, Mission 9. Willkommen im Club, Commander. Sie gehören nicht wirklich dazu, solange Kane nicht mindestens einmal seine Medienbluthunde auf sie gehetzt hat. Ich suche im Moment Shepard, aber keiner weiß genau, wo er gerade ist. Eine schlechte Zeit, um sich abzusetzen. Die Truppen sind durch die Tiberium-Ausfälle auf 60% der Sollstärke runter. Hier haben sie ihr Ziel. Hier vorne fließt der Fluss mit etwa 6 Knoten vorbei. Klar? Und hier haben sie die Notbunker. Also folgendes brauche ich. Schalten Sie die beiden Bunker aus, damit mein Konvoi hier durchkommt um 0200. Sie könnten vielleicht ein Ablenkungsmanöver am Ufer abziehen, nur falls einige Noddies es immer noch nicht verstanden haben. Nur ein bisschen, um mir Deckung zu geben, bis ich am Kraftwerk bin. Danach können Sie sich ruhig zurücklehnen und dem Spektakel zuschauen, während die Jungs und ich den Nodbots ein wenig Feuer machen. Kater Ende. Boah, der sieht ja ganz schön fertig aus, ne? Ja, der arme Kater. Oh Mann, Leute. Also, Stärkung? Hier unten? Ah, da sind die Türme. Okay. Ja, liebe Leute. Willkommen zur Mission 9 nochmal. Wie gesagt, ich hatte das Ganze, wie gesagt, schon mal gespielt. Dann hat es mir die Aufnahme zerhauen. Das ist halt einfach scheiße gelaufen jetzt. Aber dafür versuche ich das jetzt nachzuholen an diesem Dienst, an diesem Montagabend tatsächlich. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal die zweite Raffinerie. Hier haben wir noch ein paar 5-Minuten. Die werden wir später brauchen. Ja, Leute. Wie gesagt, diese Soundprobleme. Es gab ja auch noch weitere Probleme, ne? Dass ihr zum Beispiel den Spielsound teilweise doppelt gehört habt. Das soll so natürlich auch nicht sein. Ne? Aber ich habe das Problem jetzt hoffentlich in den Griff bekommen, liebe Leute. Das ist natürlich geil, beide Sammler gleichzeitig. So, wie gesagt, ich habe das Problem hoffentlich in den Griff bekommen. Dem scheiß Sound. Ja, das sind die Probleme eines Let's Players, wer kennt sie nicht. Ne? Und ja. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich besser läuft. Also ich habe eben noch eine Folge Dino Crisis aufgenommen. Die lief einigermaßen sogar. Und ja. Das stimmt mich doch guter Dinge, dass das jetzt hier mit Command & Conquer auch so funktioniert. Verdammt nochmal. Aber wir müssen uns fokussieren. Ich werde auch in diesem heutigen Abend auch nur eine Folge aufnehmen tatsächlich. Den Rest mache ich morgen. Weil es ist halt, ich will halt nicht gestresst zocken. Ne? Unter Stress geht vieles nicht. Habe ich auch auf der Arbeit schon festgestellt. So, aber nicht schlimm, Leute. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
So, dann bauen wir noch eine Werkstatt, bitte. Und diese Männchen, die können ja einfach mal erkunden. Ah, da ist schon ein Buggy hier. Bam. So. Kommt er direkt mit dem Buggy angeschissen. Ich kann mich dann auch erinnern, dass ich hier tatsächlich diese Mission in einer Folge geschafft habe beim letzten Mal. Ne? Das ist wirklich nicht schlecht gewesen. Und dann würde ich sagen, baue ich hier mal weiter. Die Mannequin, die können dann gleich sehr gerne diese Türme da platt machen. Aha. Seht ihr das? Oh. Uff. Boah, das war knapp, Leute. So, da kommt Carter. Jetzt geht's alles ein bisschen schnell. Da kommt Carter mit seinen Schiffen. Aber der kommt halt nicht in die Basis rein, weil halt da ein Obelisk steht. Ja. Da steht halt ein Obelisk und deshalb hat der Carter da leider keine Chance. Was macht ihr denn da? Warum helft ihr denn nicht? Was zur... Leute? Seid ihr irgendwie bescheuert oder so? Es kann sein, dass es nämlich laden muss, oder? Ja. Oh Mann. Oh Mann. Nö, das werde ich jetzt nicht laden. oder? Doch, ich muss es laden. Scheiße, Leute. Scheiße. Aber gut, nicht schlimm. Das hätte ich ein bisschen koordinierter tatsächlich angehen müssen. Verdammt, verdammt, verdammt. Wenn man es schnell machen will, ne? Es ist immer so. Wenn man es schnell machen will, ist immer Kacke. So. Hallo. Jetzt bau dich bitte auf. So. Aber das war in der letzten... Das war beim letzten Mal auch schon so. Da muss ich auch einmal neu laden. Diese fünf Männchen, die müssen nämlich ausreichen, um die Türme platt zu machen. Ganz genau, weil sonst können wir die Mission vergessen. Weil mit dem Luftangriff gehen die Türme nicht platt. Das ist ja der Scheiß, ne? Und genau deswegen brauche ich diese Männchen da. Ja, gut, aber ich meine, Leute, die Basis ist schnell wieder aufgebaut. So ist ja nicht. Ja, haben wir doch schon wieder die halbe Basis. So, und ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem hier, auch wenn ich diese Mission zwar schon gespielt habe. Aber ja, ich meine, Command & Conquer ist Command & Conquer, ne? Warum denn nicht? So. Lass die aber noch hier oben, bitte. Ich will noch keinen Stress machen. Penner. Und weg mit dem. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, bauen wir uns nochmal auf hier. So, Kraftwerk, bitte. Dann baue ich da oben noch eine Werkstatt hin. Und dann haben wir auch die Basis schon wieder. Ja, das geht echt schnell. So viel Zeit haben wir zum Glück nicht verloren. Okay, Leute. Ja, gut. Aber der Kater, der wollte denen halt Feuer unterm Hintern machen, aber... Das geht nicht, wenn da ein Obelisk steht. Ne? Und das ist, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der Plan, aber gut. Liebe Leute, wahrscheinlich wusste der gar nicht, dass da ein Obelisk steht. Ne? Das kann ja sehr gut sein. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, brauche ich noch das Radar hier und ein Kraftwerk und zwei Türme. Und da kann ich auch schon meine Panzerarmee ausheben. Weil viel mehr ist das dann wirklich nicht. nö, viel mehr ist es dann nicht, weil der kommt nämlich meistens... In dieser Mission kommt der meistens mit Männchen angeschissen, glaube ich sogar, ja. Ja, das glaube ich schon. Daher kurz drei Wachtürme hier aufbauen, so.
Hier unten noch einen hin, um abzusichern. Weil ich habe das nämlich gesehen, dass der hier unten gerne herläuft. Sein einer. Und dann können wir schon einen Wüstenjäger bauen und eine Panzerarmee ausheben. 20 Stück am besten. Gut. Aha, seht ihr das? Seht ihr das? So. Oh, das war klar, Leute. Das war klar, aber gut. Und bam. Weg mit denen. So, weg mit den Pennern. So, liebe Leute, dann haben wir schon mal den ersten Mini-Angriff von ihm hier abgewehrt, tatsächlich. Und, ja, da hat er Raketenwerfer. So, den kannst du wegmachen, genau. Und, ja, da versucht das, aha. Was zur... Ja, mein Gott. Lass die einfach in die Türme fahren. Oder laufen, genau, in die Türme laufen. So. Sander, was macht ihr denn da? Da unten ist die Tiberium. Fahrt dahin. Ach du Scheiße, diese Flammenwerfer. Die sind so verheerend, liebe Leute. Bababam. Genau. So. Sehr schön. Dann können wir jetzt eigentlich auf die Sammler warten. Oh, und schaut mal. Hier ist der Grund, warum der Kater so Beulen im Gesicht hatte. Der Blütenbaum. Das Tiberium. Genau. Und, ja. Ziemlich übel, was dieses Tiberium alles verursachen kann. Finde ich schon heftig, ja, dass man da so einen Ausschlag kriegt und alles. Und überall Pickel auf der Haut. Ich stelle mir das ekelhaft vor. Aber gut. Das ist zum Glück hier keine Modelshow, sondern Kwane Bonker. Ja. Och Leute, was machst du denn? Da ist nämlich die Basis. Und ja, dann. Was versuchst du da? Bam hier. So. Hey. Hey, Gummipanzer. Geh da weg. Fährst du mal da weg? Danke. Ey. Ey, das ist jetzt aber uncool, was du da machst, Junge. Das ist jetzt aber echt uncool. So. Feigling. Einfach auf meinen Sammler. Das ist doch nicht wahr. Bestimmt Mannequin raus. Ah, nee. Okay, cool. Bababam. Genau. Und ja. Liebe Leute, dann erzählt bitte mal, wie es euch so geht. Hier geht es nämlich, ja, mittlerweile wieder ein bisschen besser. Ich hatte ja diese Soundproblematik und diese Nichtaufnahmeproblematik. Aber, ja, mein Gott. So. Was soll man da machen? Das kann man manchmal nicht ändern, diese Situation. Und die schießen einfach, während die laufen. Das auch, ey. So, dann. Bam. So. Bam. Bam. Nicht auf die Panzer, du Idiot. So, mach mal Pause. Reparier den Kack. So. Ey, das passt sogar perfekt hier. Das passt perfekt. So, dann. Und der ist noch kurz auf die Werkstatt. Zack. Ach du Scheiße, was? Artillerie, kommt die denn her? Ey. Nicht du einzelnes Manneken. Und bam. Oh Mann, okay. Leute, dann... Wie gesagt, ich hoffe, dass der Sound jetzt besser ist, Leute. Ja... Wenn nicht, dann tut's mir halt leid. Ne? Aber ich denke doch... Okay, das ist wieder eine blöde Situation. Die blockieren sich dann nämlich gegenseitig. So. Gut, liebe Leute, dann Mission 9 nochmal. Zack. Und dann haben wir auch schon gleich Halbziel. An einem Wochentag. Und darauf einen Schluck Apollinaris Leveln, Leute. Genau.
So, da bin ich wieder. ja, das mit dem Apollinaris-Wasser, das ist auch so eine Geschichte, ne? War ja eigentlich, da war ja die Nachricht, dass das Apollinaris so nicht mehr gibt. Ne, die Firma. Mal gucken, ob die sich jetzt wirklich... Ja, ja, die blockieren sich wirklich, okay. Schön drüber gefahren, sehr schön. Hallo? Hallo? Da zieht er den in den gelben Zustand, ich fasse es nicht. Ja, wie gesagt, Leute, Apollinaris. Ich habe eine Nachricht gekriegt, dass es die Firma angeblich nicht mehr geben sollte, ne? Oh nein, jetzt fahrt die doch platt, Mann. Alles außer die Raketen, wenigen, ne? Ihr seid doch bescheuert. Was zur... Okay. Kommt der denn her? So. So, liebe Leute, dann... Aber, um nochmal auf das Thema Wasser zurückzukommen, wir haben tatsächlich in unserem Rewe, haben wir nochmal Apollinaris Limit gefunden. So die letzten Schätze sozusagen. Und, ja, von daher haben wir uns dann nochmal ein bisschen was gegönnt. Blockiert euch nicht die ganze Zeit, das ist nervig. Und, ja, da habe ich jetzt hier wieder mein Lieblingswasser. Was ich ja auch schon damals im Dune 2000 immer getrunken habe. Ich meine, es schmeckt einfach geil. Was soll ich anderes sagen? Und, ja. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt noch auf die neuen Panzer. Und wenn die neuen Panzer fertig sind, dann werde ich losgehen, Leute. Weil der Typ, der hat nicht viel. Der hat echt nicht viel, muss ich sagen. So, Leute, dann werde ich das gleich aber anders machen. Na, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass die Panzer so ewig brauchen, ne? Na gut, kommt. Da müssen wir halt ein bisschen die Geduld hier aufbringen. Ich habe das ja eigentlich schon gemacht, ne? Ich glaube, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr Videos macht, ne? Wenn ihr Let's Plays macht und, ja, wenn die Aufnahmen scheiße sind. Das kennt ihr wahrscheinlich. Ist echt uncool, wenn man da sein ganzes Herzblut reinsteckt und die Aufnahme dann wegschmeißen muss. Das ist echt unschön. Ding, ding, ding. Das passt gerade so zum Warten, die Mucke. Ach ja. Vor allem, weil die Sammler auch nicht vernünftig arbeiten. Ja, das ist... Gut, liebe Leute, oder wisst ihr was? Ich baue schon mal einen Jeep. So, dann kann ich nämlich in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen erkunden fahren. Genau, das mache ich einfach. So, mach diese Flammenwerfer platt. Och, Leute. Also, als ich die Not gespielt habe, da haben die nicht so viel ausgehalten. So, mach den kalt. So. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, erkunden wir mal den Kladderadatsch hier. So, dann. Raketentypen, okay. Ja gut, aber ich werde nämlich gleich, Leute, von hier oben reingehen tatsächlich. Weil hier oben ist der gemütlichere Eingang. Weil ihr habt ja gesehen, ne, da unten, da stand ein Flak, beziehungsweise einen Obelisk rum. Hier oben, ja, genau. Lass ihn durch Sibirien rennen. Der wird dort von alleine sterben. Schaut das jetzt an, der wird von alleine sterben. Ah, nicht ganz, aber gut. So, Leute, dann. Ah, da versucht er wieder angeschissen zu kommen, ne? Nicht so nah dran. Nicht so nah dran. Oh. Nicht so nah dran. So, Leute. Nicht so nah dran, Jeep. Die mache ich jetzt alle kalt, bevor die angeschissen kommen. Ja, und bam. Aua.
Ja, gut, dann ändern die halt das Ziel, ne? Konstruktion. Und direkt überfahren, los, direkt plattfahren. So, oder so, sehr schön. Geil. Okay, Leute. Ach du Scheiße, draußen ist wieder Akte X, ey. I want to believe draußen. Wieder so ein UFO-Licht. Oh Mann. Ja, gut. Oh Mann, Leute, das zieht sich echt wie Kaugummi. Aber das kriege ich, glaube ich, sogar noch hin. Achtet mal. Ich speichere das unbedingt mal. Mission 9 GDI. So, weiter. Ja, wobei, ich hätte ja auch alte Speicherstände nehmen können, ne? Ich Idiot. Hätte ich eigentlich machen können. Aber, naja. Auf die Idee kommt man halt nicht so schnell. Gut. Ich werde das nämlich so machen. Ich werde die beiden jetzt vielleicht platt machen. Ja, nimm dir vier Panzer. Und, ja, wenn die beiden kaputt gehen, kommt nämlich Carter an. Der lenkt diese Türme ab. Und diese... Macht der denn da? Und diese Türme werde ich dann gleich platt machen, wenn die auf die Schiffe schießen. Aber nicht, wenn hier Flammenwerfer kommen. Die sich wieder nicht platt fahren lassen. So, Leute. Meine Güte. So, dann macht den hier kalt. Los. So. Alles klar, Leute, dann. Und wehe, ihr Panzer geht jetzt kaputt bei dem Versuch. So, da kommt Carter. Und bam. Und da. So. Bam. Dann sind die schon mal weg. Und wenn sie bald die schießen. Ja, sehr schön, Leute. Und jetzt da drauf, da los. Oh nein. Nein, 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 nein. So. Och, Mensch. Ja. Jetzt habe ich schon wieder nur drei Grenadiere, ne? Da ist echt einer von draufgegangen. Ist doch unglaublich. Echt. Aber gut, liebe Leute, da habe ich jetzt noch drei Grenadiere. Ich weiß halt nicht, ob das reicht in Kombination mit dem Luftangriff. Ich weiß es nicht, ey. Nee, wisst ihr was, das lade ich nochmal, Leute. Das ist mir langsam, das ist mir zu blöd. Ich muss da unten auf jeden Fall diese Raketenminiken behalten. Oh nein, ach Gott. So. Alles klar, nimm dir die vier, fahr hier runter. Oh Mann, oh Mann. Zum Glück war das nicht so weit weg. Och, Sammler. Geh doch sammeln. Oh Mann. Okay. Ja, die Folge ist gleich voll, liebe Leute. Aber werde ich dennoch die Mission noch fertig machen? Weil ich hatte die in der letzten Folge auch beim ersten Mal geschafft. Also von daher... Bam. Ja, ein Panzer ist natürlich weg, klar. So, dann... So, dann Carter. Genau, und ihr beiden... Genau, die Raketenminigen, die sind das nämlich, Leute. So, bam. Und dann hier. Und dann hier, genau, so geht das doch schon besser, Leute. Seht ihr das? Der Carter, der schießt nämlich überhaupt nicht. Seht ihr das? Der Carter, der schießt überhaupt nicht. Was zur... Okay. Interessant, liebe Leute. So, jetzt ist Akte X ganz nah. Ja, gut. Okay. Agent Scully. So, zack. Einfach drüber gerollt hier. Sehr schön. Die Kirche, da war ja nichts drin. Na? So, dann den Helitrans. Ja. Ja, wartet mal. Geht mal wieder da rein. Ich würde nämlich ganz gerne schon mal diese Flak da oben platt machen. Wobei die wahrscheinlich schießen wird, ne? Oh Gott.
Ja, über Tiberium? Ja, gut. So, dann... Mach die platt. Los. Mach die Flak platt. Oh. Geil, Leute. So. Bam. Bam. Komm, die kriegt er platt. Sehr schön. Zack. Sehr gut, Leute. Dann ist das jetzt ein Todeskommando. Bam. Ach du Scheiße, diese Flammenwerfer, Leute. Oh Mann, diese Flammenwerfer. Aber die haben sich selber entzündet. Ja, gut. Oh Gott. Was haben wir denn da schon wieder? Da kommt er jetzt schon wieder angeschissen da. Ja, toll. Toll. So, jetzt will er auf meinen Hubschrauber, okay. Was machst du da? Hilfst du mal? Steht da einfach da rum. So kann man halt auch Zeit verschwenden, ne? Ja, gut, gut. Egal, Leute. Die nächste Mission wird schwer genug, sag ich euch. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Was macht ihr da? Ja, da können wir sie mal beim Verbrennen zusehen. Bam. Bam. Und tschüss. Oh Mann, Leute. Bam. Bam. So einfach kann es gehen, ey. Wirklich. Ach, Leute, jetzt fahr doch da rein. Die Sammler, ne? Das ist Sammler in Command & Conquer. Gut, Leute. Da würde ich sagen, ja, wobei, hier unten ist einfacher rein. Wisst ihr was, Leute? Ich habe es beim letzten Mal oben her gemacht. Mache ich es jetzt unten her. So, Leute. Rums. Platt. Und hier auch platt. Sehr schön, Leute. Dann würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal. Mission 9 GDI. Genau. Und dann hoffe ich bitte, 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 dass die Aufnahme gleich okay ist, ey. Bitte, Leute. Ich flehe euch doch schon an. So. Alles klar. Das sind natürlich sehr viele Raketenminiken jetzt, ne? Gut, und fahr da rein und mach diesen scheiß Obelisten weg. Oh mein Gott. So, jetzt hier die ganzen Miniken einfach platt fahren. So. Sehr schön, Leute. Und hier einfach... Hallo? Mach die Miniken platt. So. Alles klar. Und dann hier die Raffinerie platt machen. Und hier der Turm weg. So, Leute. Dann könnt ihr da die mal platt fahren. So. Sehr schön. Dann brauchen wir schon wieder Silos. Okay. Ja, keine Ahnung. Bau halt ein, zwei Silos. So, Leute, dann stelle ich die mal da oben ab. Und dann geht's weiter im Text. Das Silo platt machen, bitte. So, und bam. Bots, Bots, Bots. So, diesen Turm platt machen. Ja, ja, kommt, Leute. So, der schießt auf das Mannequin. Ist sein Pech, wenn er so blöd ist. Sehr gut. Dann haben wir das Ding doch. Innerhalb der 30 Minuten. Ich würde auch sagen, die Bonusgalerie, liebe Leute, die werde ich euch jetzt erstmal nicht zeigen. Das waren einfach so wieder so Filmsequenzen. Das werde ich dann in den nächsten regulären Aufnahmen wieder machen. Ich möchte jetzt einfach nur ein bisschen Zeit gewinnen. Und bam. Und alles platt. Sehr schön, Leute. Da kommt auch schon der Sammler. Der will uns wieder rammeln hier. So, jetzt kommt er mit allem an, was er hat hier. Da. Und dann will ich es gleich stylisch machen, Leute. Mach die Panzer da im Arsch. Mach die Flak im Arsch. Der Luftangriff. Und der Bomber kommt. Sehr schön. Geil. Das war's doch schon, liebe Leute. So schwer war die Mission doch gar nicht.
Diese Cutscenes sehen irgendwie aus wie Papier. Naja, gut. So, Leute, da seht ihr es. Ich habe schon mal diese Mission gespielt. Und da 10 Punkte mehr bekommen. Naja, gut, egal. Das passt schon so. Dann haben wir in der nächsten Folge tatsächlich Mission 10. Die Orca-Mission, liebe Leute. Aber das kommt alles... Ja, lassen wir den mal laden. Das kommt alles erst in der nächsten Folge, Leute. Alles klar. Gut, liebe Leute, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und lasst die Glocke läuten. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ne? Tschüss.